Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Corinna Ullmann und unser heutiges Thema ist ja Vorbildlernen. Und dazu habe ich mir Sie, Professor Mendel, an den Lehrstuhl eingeladen. Sie haben ja den katholischen Lehrstuhl in Passau inne und schön, dass Sie heute da sind. Ich denke, wir alle haben uns schon mal mit dem Thema Vorbilder beschäftigt, denn jeder hat ja so klare Vorstellungen, was ein Vorbild ist oder wie Vorbilder unser Leben prägen oder ob Vorbilder mit uns in Verbindung stehen. Und es gehört ja eigentlich dazu, dass wir selbst auch eines auswählen für uns. Und vielleicht, wenn wir mal weiterdenken, erinnere ich mich in meiner Kindheit an viele Vorbilder, aber umso älter ich werde, umso mehr verändert sich Vorbildfunktion auch für mich. Und jetzt bin ich vielleicht als Mutter schon wieder ein neues Vorbild für einen anderen Menschen geworden. Und so inspirieren uns ja Vorbilder und die geben uns ja auch Impulse fürs gelingende Leben. Und jetzt ist so meine erste Frage an Sie. Sie haben sich ja viel mit dem Vorbildlernen beschäftigt und haben dazu auch Bücher geschrieben über Modelle, Vorbilder und Leitfiguren, außergewöhnliche Biografien. Und die letzten Jahre ist da relativ viel entstanden, sogar eine Datenbank. Und zunächst möchte ich gerne von Ihnen wissen, was bedeutet Vorbildlernen für Sie und warum ist es denn für unsere Gesellschaft eigentlich so wichtig? Was Sie eingangs beschrieben haben, verdeutlicht ganz gut so einen Trend, den man gesamtgesellschaftlich hatte, nämlich so die Einstellung, als Kinder brauchen wir noch Vorbilder und später nicht. Später reicht es aus, so dass wir uns selber entfalten, das ist das Prinzip der Emanzipation und so weiter. Und das hat sich einfach als Trugschluss erwiesen. Ich denke, wir alle brauchen eine Orientierung an anderen Menschen, um uns selber zu entwickeln. Und damit ist schon die Spannung aufgemacht, die mit dem Vorbildlernen verbunden ist. Es ist immer natürlich ein Lernen an uns selber, ein biografisches Lernen, die Entwicklung der eigenen Biografie, aber die funktioniert halt nicht, ohne dass wir uns auch an anderen orientieren. Bei kleinen Kindern ist es ganz klar, die schauen auf uns als Eltern oder bei mir inzwischen als Großeltern hoch. Wenn ich meinem Enkel sage, geh wie der Opa, dann verschränkt er die Hände hinten und läuft wie ich und so. Da ist es klar, aber je älter Jugendliche werden, umso eher scheint der Vorbildgedanke zu verdunsten. Wobei empirisch nachgewiesen ist, dass heute Jugendliche wieder häufiger angeben, ein Vorbild zu haben, als es noch vor 40, 50 Jahren der Fall war. Also könnte man sagen, Sie vertreten die These, dass Vorbildlernen uns unser ganzes Leben begleitet? Genau, jawohl. Also wir können uns nicht aus uns selber rausentwickeln, sondern wir brauchen immer Orientierungspunkte und die, gerade tatsächlich, die spielt uns das Leben zu. Also als Jugendliche haben wir andere Fragen als Erwachsene, als junge Eltern, andere als dann der Opa. Also wir haben immer neue Perspektiven und können uns dann auch nochmal überlegen, wie reagieren wohl andere Menschen und haben bestimmte Biografien auch vor Augen. Ja, spannend eigentlich, wie stark das uns prägt. Aber jetzt frage ich mich natürlich auch, gibt es bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die ein gutes Vorbild ausmachen oder die ein Vorbild mitbringen sollten? Das gute Vorbild sollte nicht das sein, was einem beim ersten Mal auffällt, wenn man ans Vorbild denkt. Also wir denken ans Vorbild und der Blick geht nach oben. Also die Vorstellung vom Vorbild als ein keimfreies, perfektes Wesen. Nein, Vorbilder sind gerade dann spannend, wenn sie Ecken und Kanten haben, wenn sie herausfordern, also wenn sie uns was zuspielen, was wir im eigenen Leben gerade brauchen. Und von daher ist auch ganz klar, dass wir in bestimmten Lebenssegmenten verschiedene Vorbilder haben. Also wer ein guter Skifahrer werden will, hat einen bestimmten Skifahrer als Vorbild. Wer Fußballer werden will, als Rockmusiker hat man natürlich bestimmte Musiker oder Gitarristen oder Schlagzeuger zum Vorbild und so weiter. Also das ist ganz klar, das sind bestimmte Personen, die gerade fürs eigene Leben bedeutsam sind. Aber ja, vorweg gesagt, gilt für das ganze andere Personentableau auch, Vorbilder müssen nicht perfekt sein. Das ist ja dann oft für uns eigentlich so ein bisschen fremd, weil wenn ich jetzt so in die sozialen Medien und was mir so dargestellt wird in Werbung oder auf den Plakatwänden, wenn ich durch eine Stadt gehe, sind sehr oft Vorbilder, die mir präsentiert werden, die eigentlich auch nicht greifbar sind, die ein Stück weit weiter weg sind. Und da haben Sie ja jetzt, habe ich vorhin schon mal erwähnt, so ein Forschungsprojekt gemacht zu den Local Heroes, die Vorbilder im Alltag. Und dazu wurde ja diese Datenbank erstellt. Und wie kam es dazu? Können Sie da ein bisschen was drüber erzählen zu dieser Datenbank? Das hat genau mit dem Grundgedanken zu tun, den Sie jetzt gerade geäußert haben. Zum einen natürlich die medialen Vorbilder, die oft sehr weit weg sind, aber natürlich auch so die klassischen Vorbilder im Glauben, die Heiligen, die einfach weit weg sind, die in einer anderen Lebenswelt gelebt haben, die
oft leider auch in der Tradition viel zu sehr idealisiert dargestellt wurden. Ich habe da oft im Unterricht Stunden gesehen, die mich sehr selber gelangweilt haben und die Schüler noch viel mehr. Und deswegen sind wir irgendwann draufgekommen zu sagen, vielleicht gibt es zwischen den nahen Vorbildern, die unheimlich bedeutsam sind, also Eltern sind ganz bedeutsam, Onkel, Opa, Oma und so weiter, und den fernen Vorbildern gibt es eine Schicht, die vielleicht auch interessant wäre anzuschauen. Und das sind so die sogenannten Local Heroes, also die Helden des Alltags oder Helden auf Augenhöhe. Also ich habe da ein Buch geschrieben mit dem Titel Helden wohnen nebenan. Eine Sammlung von all diesen Personen, die irgendwie etwas mehr machen als andere. Also und wir haben da auch eine Datenbank, die von A bis Z geordnet ist, wo wir, glaube ich, an die 500 Beispiele haben von Menschen, die eben für sich irgendein Projekt verschrieben haben, die zivilcouragiert gehandelt haben, die als Missionare auf Zeit mal ein Jahr lang in die dritte Welt gegangen sind und so weiter und so fort. Ja, genau. Und das ist mir auch aufgefallen, das heißt, jeder von uns kann eigentlich ein Held, ein Vorbild sein. Und es muss nicht immer sozusagen das, was ungreifbar ist, sondern wir können einfach rechts und links von uns gucken, was hat er für Eigenschaften, die mich inspirieren. Genau. Also bei den großen Vorbildern, da kommen immer so die Geschichte vom Fuchs und den Trauben mit in den Sinn. Also die Trauben hängen so hoch, die will ich gar nicht haben. Ja. Also das, was der geleistet hat, kann ich gar nicht tun. Diesen Schlupfloch, das wir dann auch nutzen, das ist bei den Kleinen nicht möglich. Das sind Menschen wie du und ich, die leben ganz normal, die haben ihre Macken, die haben ihre schlechten Seiten, aber sie kennzeichnet irgendeine Tat, die sie für anderen machen. Also eine junge Frau, die übers Internet krebskranke Kinder betreut. Gell? Oder ganz einfaches Beispiel, ein junger Bursche, der eine Geldbörse findet und die eben zurückgibt. Ja? Also ja, das Tugend der Ehrlichkeit einfach dann auch lebt. Also ganz alltägliche Lebensherausforderungen oder Menschen, die sich für ein Projekt verschreiben und kontinuierlich daran arbeiten. Und das finde ich spannend, da kann man sich auseinandersetzen, was wären da nächste Schritte für mich selber. Also könnte man sagen, es sind Menschen, die dazu beitragen, Veränderungen in unserer Gesellschaft voranzubringen? Also Soziologen sagen, also die Welt würde nicht funktionieren, wenn wir nicht diese Personen hätten. Ja? Also bei allem Sozialstaat und allem, was wir an sozialer Sicherung haben, die Welt würde nicht funktionieren, wenn wir zum Beispiel nicht die vielen Menschen hätten, die sich bei den Tafeln engagieren. Ja? Also die sind sozusagen der soziale Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Also wir alle vielleicht brauchen das Gefühl, wenn ich durch eine dunkle Unterführung gehe, es könnte jemand da sein, der notfalls einschreitet, wenn mich jemand überfällt. Auf jeden Fall. Ich denke, das zeigt sich auch in den sozialen Medien ganz stark, dieser soziale Kitt, ne? Dass jemand was anspricht und dann andere es nachahmen und ewig viele Likes sichtbar entstehen. Und da ist ja auch so diese Ambivalenz, wie lange bleibt die Person noch greifbar, die da in den sozialen Medien eben dargestellt wird, und wie weit muss ich da auch manchmal vielleicht wieder Abstand nehmen und sozusagen reflektieren. Wobei das sogar entwicklungspsychologisch betrachtet, also gibt es auch schöne Ergebnisse, also dass zum Beispiel Jugendliche durchaus sagen, wir haben für eine gewisse Zeit unseres Lebens für eine bestimmte Person geschwärmt, oder das war für uns ein Vorbild, danach haben wir uns wieder davon gelöst und dann kommt jemand anderer in Blick. Das ist was völlig Normales, ja, dass man gerade auch als Jugendlicher oder als Heranwachsender Poster an der Wand hat von seinen Stars und so weiter, die werden dann irgendwann abgehängt und dann sind sie halt bedeutungslos, ja. Also Sie beschreiben jetzt da sozusagen, dass sich die Rolle der Vorbilder im Laufe der Zeit auch verändert? Also für einen selber persönlich verändert sich so. Und ich denke gesamtgesellschaftlich natürlich auch, also auch zum Beispiel bei den Blockbustern, bei den Fernsehfilmen kann man erkennen, dass die heutigen Helden sind durchaus auch sowas wie gebrochene Helden. Das sind nicht mehr so die Superstars, sondern die haben alle ihre Brüche, bringen ihre Beziehungsgeschichten mit und alles Mögliche. Also ich denke, der sympathische Held ist der kein strahlender Held ist, sondern einer, der durchaus auch Schattenseiten im Leben mitbringt. Das heißt, Helden wohnen nebenan, haben Sie ja vorhin schon mal erwähnt, den Titel. Und es gibt ja auch wertvolle Impulse in die Bildungsarbeit für uns als Lehrkräfte und für die Lehrkräfteausbildung. Und sozusagen, solange es die gibt, gerät die Welt nicht aus den Fugen. Doch in letzter Zeit hatte man ja eher das Gefühl, die Welt gerät aus den Fugen. Wie können da denn diese Helden von nebenan auch sozusagen mich bei dem Thema unterstützen oder ja, wie können wir da den Helden auch Wertschätzung und Anerkennung geben, die stark machen in diesen Zeiten, ja, in denen alles so. Also natürlich Helden, so in unserem Sinne jetzt, diese Helden von nebenan zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine Bezahlung bekommen, gell? sondern ihre Bezahlung ist im Prinzip die öffentliche Ehrung. Und sei es jetzt meinetwegen die Aufnahme in meine Datenbank der Local Heroes, das ist klar, das ist so die Währung, mit der Helden auch bezahlt werden.
Ansonsten glaube ich einfach, dass man immer wieder auch Ausschau halten muss nach neuen Helden. Also wir haben zum Beispiel jetzt für unsere Internetdatenbank haben wir eine neue Rubrik gegründet, nämlich die der sogenannten Sinfluencer. Es gibt den ganzen Markt der Influencer, da ist alles mögliche Blöde mit dabei, also Menschen, die halt für irgendwelche Produkte Werbung machen, die sie selber prostituieren und alles mögliche. Nö, wir haben gesagt, es gibt dort auch aber Personen, die stehen für einen bestimmten Lebensstil, die leben einen Aspekt von Nachhaltigkeit, also machen einen Unverpacktladen auf oder reisen besonders oder achten auch bei Kleidung auf Nachhaltigkeit und so weiter. Und diese Menschen porträtieren wir halt inzwischen auch. Und das war sicher vor 5 Jahren noch kein Thema, aber ist jetzt ein wichtiges Thema. Ich sage halt immer mal, wir haben eine plurale Welt, wo jeder die Möglichkeit hat, sich zu präsentieren. Und da ist, man muss sich das vorstellen wie so einen riesigen Marktplatz, also wo es alle möglichen Stände gibt. Und ja, da gibt es alle möglichen Stände, wo wir sagen, das werden Produkte feilgeboten, die nicht die unseren sind. Aber da präsentieren wir halt auch einen Stand mit Menschen, die für eine bestimmte Lebenshaltung, für einen bestimmten Lebensstil auch stehen. Und würden Sie sagen, dass diese bestimmte Lebenshaltung oder dieser bestimmte Lebensstil auch religiöse Bildung mit vermittelt? Ja, also bei der Beschreibung, was kennzeichnet denn so Helden des Alltags, habe ich eine Formulierung mit dabei, die klingt ein bisschen ironisch und ist auch so gemein, nämlich, also Helden können auch religiös motiviert sein. Also es ist unterschiedlich. Also es gibt, denke ich, viele, die sagen, nee, wir machen es einfach, weil wir so erzogen worden sind. Das ist ein wichtiges Motiv, weil wir achtsam durchs Leben gehen. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Kategorie. Und manche sagen auch, nee, das ist für uns ganz selbstverständlich. Ich bin Christ und ich möchte das Gebot der Nächstenliebe auch leben. Ja, das kann sein, muss aber nicht sein. Und ich möchte jetzt auch niemand vereinnahmen. Also es gibt auch außerhalb des Christentums Menschen, die altruistisch handeln, die nachhaltig handeln und so weiter. Also der christliche Glaube ist sozusagen nicht das ausschlaggebende Merkmal, in diese Datenbank aufgenommen zu werden. Ja. Und wie Sie ja wissen, schreiben wir gerade an einem Kurs für die VHB und da ist es ja so, dass wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen. Und wenn wir jetzt mal auf die Vermittlung von Nachhaltigkeit gucken, sehen Sie dann den Zusammenhang zwischen Vorbildlernen und Nachhaltigkeit? Ja, also auch wieder, dass es im Prinzip über Personen läuft. Ja. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Unser Ansatz ist ein personaler Ansatz oder ein dialogischer Ansatz. Wir lernen ethische Fragestellungen kennen, indem wir uns mit anderen Personen auseinandersetzen, die eben in einem bestimmten Bereich einen Schritt weiter sind als wir. Und das gilt genau für diese Sinfluencer, die eben einen, ich würde es als Theologe sagen, einen Schöpfungsgedanken einfach auch leben und schauen, dass die Zukunft sicherer wird. Ja. Ja, ich höre jetzt daraus, dass es dieser dialogische Religionsunterricht auch eine wichtige Rolle spielt, dass wir in den Dialog mit Sinfluencern, mit Persönlichkeiten treten, die uns wieder inspirieren und ein Stück weit Vorbild lernen mit auf den Weg. Genau, also es ist einfach sinnvoll und da würde ich auch keine Grenzen ziehen jetzt über Konfessionen hinweg, sondern ich würde sagen, das sind auch Menschen, die in anderen Religionen angesiedelt sind, das sind auch Menschen, die nicht religiös ticken, sondern die einfach sagen, uns ist die Zukunft dieses Planeten sehr wichtig. Und deswegen engagieren wir uns, deswegen machen wir Protestaktionen und so weiter. Und ich denke, mit all diesen Menschen guten Willens können wir gut zusammenarbeiten und auch Beispiele finden, damit Kinder und Jugendliche sich dran orientieren und auch dran reiben können. Das ist auch nochmal wichtig für uns. Also die Gefahr wäre, dass wir diese kleinen Helden genauso behandeln wie die großen Heiligen, dass wir sie auf den Sockel stellen und sagen, bitte so genau musst du auch handeln. Naja, also das sind für uns immer Anregungen, sich darüber Gedanken zu machen, was gefällt uns nicht, finden wir das gut, finden wir das nicht gut und dann aber auch nochmal, was bedeutet das für unseren eigenen Lebensstil, also ohne jetzt vereinnahmend oder überwältigend sein zu wollen. Also würden Sie sagen, auch so ein bisschen die Reflexionsfähigkeit auf den kritischen Moment? Die muss auf jeden Fall immer mit dabei sein, ja, genau. Gut, dann haben Sie das Abschlusswort. Vielen Dank schon mal für die ausführliche... Ja, also ich würde mir wünschen, dass wir uns auf die Spurensuche begeben, gerade auch bei unserem großen Projekt, dass wir da dann natürlich auch immer schauen, also welche Personen, welche Gruppen können wir ausfindig machen, die eben nachhaltig im Sinne einer schöpfungsethischen Verantwortung leben und handeln und die dann immer wieder auch die didaktisch für den Unterricht aufbereiten. Dankeschön fürs Interview. Ja, vielen Dank.